Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Windows-Anwendungen. Das letzte Mal haben wir gemacht ein Textfeld und ein Label und einen Knopf. Wenn man drauf drückt, wird der Text von dem Textfeld in das Label kopiert. Ja, immerhin, wir haben diese zwei Steuerelemente kennengelernt. Heute wollen wir ein Steuerelement hinzufügen, eine Checkbox. Also irgendwas, was man anhaken kann, ja, und dann so irgendwas anderes passiert. Also, das war das Programm vom letzten Mal, ja, und ich habe hier die Checkbox, ja, Checkbox in der Toolbox ist die Checkbox, und die Checkbox zieht jetzt um. Bug, jetzt steht da Checkbox 1, ja, ich gebe ihr auf einen Namen, ja, Checkbox Upper, weil ich möchte, dass wenn das angecheckt ist beim Übernehmen, der Text in Uppercase, also in Großbuchstaben, drinnen ist, ja, Checkbox Upper, ja, der Text werde ich Uppercase nennen und das werde ich groß schreiben, dass das halt, wenn man das sieht, zack, das gebe ich hier drunter, oh, schaut eh ganz gut aus, Uppercase, gut, wenn es angeht oder nicht, da brauche ich gar nichts, ja. Das ist dieses Anhaken und Abhaken und so weiter, das von ganz alleine. Von ganz alleine, ja. Es gäbe wohl hier so Events, ja, aber eigentlich muss ich sagen, brauche ich das nicht. Ja. Mir ist wichtig, es gibt's, ja, und es heißt jetzt, wie heißt das jetzt, wie habe ich es genannt? Checkbox Upper. Ja. Und in meiner Knopfübernahme kann ich jetzt auf diese Checkbox Upper zugreifen. Das heißt, ich kann sagen, if Checkbox Upper, Punkt, und jetzt gibt es die Eigenschaft checked, ja, dann ist angehagelt. Ja. Wenn das angehagelt ist, ja, kopiere den Text, aber nicht nur den Text, sondern sagt da hinten to Upper. Natürlich muss ich Klammer auf Klammer zu machen. Halt, das war keine Klammer. Klammer auf Klammer zu. Passt. Ja. Und else. Dann kopiere ich es wieder ganz normal rein. Nichts to upper, sondern der Text. Ja. Also sobald das angehakt ist, was ich überprüfe mit dem Checkbox upper checkt, dann soll das groß geschrieben werden. Schauen wir uns das an. Ja, jetzt schreibe ich da Heinz hinein. Jetzt ist nicht Bucket statt der Heinz. Jetzt mache ich Uppercase übernehmen. Heinz. Funktioniert. Funktioniert. Gut. 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 Passt. Jetzt baue ich aber ein zweites. Jetzt mache ich Too Lower auch noch. Ja, Checkbox, habe eine da. Park. Ja. Das nenne ich Lowercase ist der Text. Lowercase. Ja. Und Checkbox Lower. Passt. Schaut gut aus. Das schiebe wieder her, dass das gut ausschaut. Und im Programm drinnen mache ich da bei else, sage ich if. Das kann ich gleich da weiterschreiben. Ja, if checkbox lower Punkt checked geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu, da copy and paste ist mein Freund, aber natürlich nicht to upper, sondern to lower dieses Mal, ja, was da es geht. Und da unten schreiben wir wieder else, also wenn weder die eine noch die andere angecheckt ist, machen wir normal. Ja. Schauen wir uns das an, schauen wir, ob das geht, schreibe wieder Heinz, ja, mein Name, normal ist normal, uppercase ist uppercase, lowercase ist lowercase. Ja. Beides ist uppercase. Warum ist beides uppercase?
Weil das natürlich als erstes kommt. Da kommt if checkbox upper checked, ja. Gehen wir da rein, to upper, passt, haben wir schon fertig. Ja. Aber das lower, das checken wir gar nicht mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich kann ja sagen, was ist, wenn ich das else einfach weglösche und einfach if, dann gewinnt natürlich das lower. Und ich kann gar nicht mehr zu upper, wenn das lower nicht gecheckt ist. Ja, wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn das machen? Schauen wir uns vielleicht an, welche Events da, ich meine, ich kann es akzeptieren, schauen wir mal, welche Events wir da haben. Ja. Was haben wir denn da? Daten, Drag and Drop, Fokus, Layout, Maus, Checked Change. Tritt ein, wenn die Eigenschaft Check geändert wird. Check Change. Das ist gut. Das ist gut. Ich mache jetzt da beim Uppercase ein Check Change dazu. Ja? Und jetzt sage ich, if, also wurscht. Ja? Achso, if Checkbox Upper Punkt checked, ja? Also wenn es angehagelt worden ist, jetzt ist es angehagelt worden, glaube ich. Ja? Dann sage ich Checkbox Lower. Punkt checked ist gleich false. Jetzt hagel ich das weg. Weg damit. Ja? Ansonsten ist mir egal. Und genau das gleiche mache ich jetzt hier auch noch beim Lowercase. Da machen wir auch Check Changed. Doppelklick. Ja? Und diesmal mache ich das praktisch genau das gleiche hier. Nur mit Lower und hier Upper. Also ich sage praktisch, wenn das Lower angehagelt worden ist, lösche es Upper weg. Ja? Schauen wir uns an, ob das jetzt funktioniert. Gut, ich schreibe jetzt Hands. Übernehmen. Hands. Jetzt mache ich Uppercase. Hands, Uppercase. Weg. Lowercase. Hands, Lowercase. Und jetzt drücke ich auf Uppercase. Puck, geht das Lowercase automatisch weg. Und funktioniert. Und wenn ich drücke auf Lowercase, puck, geht das Uppercase automatisch weg. Hallo? Na bitte, haben wir auch ein Event von unserer Checkbox verwendet? Ja? Da sehen wir aber schon, ob jetzt die Checkbox so ein richtiges Werkzeug dafür ist, das wissen wir nicht, weil das schaut jetzt ein bisschen, gibt es da nicht irgendeine Auswahl, die man nur einmal treffen kann? Ja? Da gibt es zum Beispiel so eine Combo-Box. Das ist so eine Auswahlbox und da kann man eins auswählen. Das wäre doch was, mit dem man das vielleicht unter Umständen ein bisschen besser lösen könnte, weil ich würde nur eins auswählen. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Das nächste Mal schauen wir uns die Combo-Box an. Radio Buttons gab es auch. Schauen wir uns mal die Combo-Box an. Nächstes Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.